Hallo, es geht weiter mit Let's Play Xenoblade Chronicles. Beim letzten Mal haben wir die Eva-Zylinder aus dem Lager bei der Teilfrau-Höhle geholt und dann wurde Colli 9 angegriffen und damit kam uns zur Hilfe mit dem Monado und jetzt wollen wir uns hier ein bisschen durchkämpfen. Also dann, los geht's. Auf in die Schlacht. So, damit hat das Monado macht den Eckhorns immer Schaden, auch wenn sie nicht umgeworfen sind. Das ist sehr praktisch. Dumbin, bitte bleib bei uns. Der ist Level 20. Das ist richtig cool. Das ist richtig stark. Aber ich meine, er ist ja auch der Held aus vergangenen Zeiten, sag ich mal. Vergangene Zeiten. Ein Jahr ist her. Aber ja, es sind vergangene Zeiten. Nice one, Dumbin. You didn't waste any time on that Mekon. Shulk, where's Fiora? The residential district. We said we'd meet her there. Looks like we'll have to take the long way round. All right. Then we cut through the commercial district. Yes. So, Fiora war ja auf dem Weg, die Mobile-Haubitze, wie auch immer das Ding hieß, zu holen. Da hinten sieht man es quasi so ein bisschen, damit wir den Weg zum Labor freisprengen können. Wir dachten, das Monado wäre noch da drin. Aber jetzt haben wir das Monado ja gefunden samt Dumbin. Das heißt, wir müssen jetzt Fiora abholen, sag ich mal. So, Mekon, eigentlich will ich nicht gegen euch kämpfen, weil es nicht unbedingt sein muss. Kann ich durchrennen? Ich kann durchrennen. Das ist gut. Die sind vom Level her auch eigentlich alle gar nicht so schlimm, aber... Das ist einfach anstrengend, gegen Mekons zu kämpfen. Ich möchte es vermeiden, wenn es nicht sein muss. Die droppen auch keine tollen Sachen oder so. Die sind einfach nur anstrengend und nervig. Wobei jetzt mit Dumbin im Team ist es nicht mehr so schlimm. Weil das Monado halt echt gut Schaden macht und der sieht ziemlich groß aus. Bei dem habe ich ein bisschen Respekt. Ich renne mal lieber hier rum. So. Kommen die Jungs auch noch schön mitgerannt? Ich glaube ja. Das ist gut. Das ist gut. Und... Der Punkt auf der Karte verrät uns schon wieder, dass vor unserem Ziel etwas passieren wird. Ach, immer diese spoilernde Map hier. Ist unglaublich. Wir sind auch gar nicht bei Fiora. Wir sind nur am Ausgang. Dumbin! You can't take any more of the Monado. But I must. I don't have a choice. Ryan's right. You can't go on like this. Shulk! Dumbin. Hey! This time, it's my turn. Shulk! No! It'll kill you! Shulk! What's happening? Pretty awesome! How could this be? Shulk is using the Monado! What was that? Shulk! More company! Ryan! Right. Ryan! Dumbin! I got your back! Shulk, do you feel all right? I'm okay. But there was something strange. Just now... It was as if I could see into the future.
Is this another power of the Monado? See into the future? What are you saying? Are you certain, Shulk? Yes. I see. I remember Dixon saying that the Monado had a hidden power. Could this be it? What? Don't think about it now! Just believe what the Monado showed you and fight! Got it! Ich find's total süß, dass Ryan so begeistert ist, wie krass Shulk auf einmal kämpfen kann und damit ist er so, er wird das Monado. Und so im Hinterkopf habe ich dann so, ich bin nicht mehr der große Held. Nein, Damian, du bist immer noch der große Held. Das wird nichts daran ändern. Und wer weiß, wie lange Shulk mit dem Monado klarkommt. Monado-Techniken, Monado aktivieren. Shulks neue Spezialtechnik nennt sich Monado aktivieren. Aktiviere das Monado, um das Menü mit den Monado-Techniken aufzurufen. Yay! So, Monado-Techniken sind besonders effektiv gegen Mekkon, wenn ihr das nur erwartet. Bekämpfe Mekkon mit normalen Techniken und Monado-Techniken. So, wir haben Verzauberung, das ist das linke. Verleiht der Gruppe Kraft. Ich glaube, die Verzauberung war dafür da, dass alle den Mekkons Schaden machen konnten. Das hatten wir im ersten Part ganz am Anfang, als wir damit gespielt haben, da hatten wir das auch schon. Und der Schmetterschlag ist rechts der Angriff. Okay. So, wir müssen aber erst das hier aufladen mit normalen Angriffen. Aber zumindest machen wir den Mekkon jetzt Schaden. Endlich, Leute, endlich. Wir machen ihn Schaden. Schaden, Schaden, Schaden. Ja. So. Genau, jetzt können wir nämlich hier ermöglicht, allen Waffen Mekkon zu verletzen. Das machen wir jetzt. So. Damit Ryan und Dunban auch gut Schaden machen können. Sehr schön. So. Dann hauen wir den dann noch ein bisschen. Bäm. Und kaputt. So einfach geht das. Ja. Viel angenehmer, sage ich euch. Viel angenehmer. So, jetzt müssen wir hier außen rum, um dann zum Wohnviertel zu kommen und Fiora abzuholen. So, wie gesagt, ich möchte gegen den Mekkon eigentlich trotzdem nicht kämpfen. Mir sagen, es nicht nötig ist, weil die sind echt anstrengend. Komme ich da außen rum? Ja, okay. Das könnte jetzt schwierig werden, hier vorbeizukommen. Aha, ich bin ein Ninja. Ninja, Ninja. Ich ninja mich einfach überall vorbei. Fiora, wir kommen. Sind gleich bei dir. Wow. He's massive. That Mekkon. It has a face. That don't mean nothing. That's right. Not when we have the Monado. Wir kämpfen gegen Eisengesicht. Dieser Kampf hatte irgendeinen Knackpunkt, den ich gerade vergessen habe. Ich weiß nur, dass wenn man es falsch macht, man hier quasi eine Stunde, mindestens eine Stunde dran sitzt. Wir machen ihm irgendwie keinen Schaden trotzdem. Also ich versuche mal, ihn umzuwerfen. Das funktioniert. Nee, umwerfen klappt, glaube ich, auch nicht. Okay. Monado, super Schmetterschlag. Klappt auch nicht. Okay, dann... Cutscene. Dann Cutscene, ja, finde ich gut. The Monado! It's not working! Oi! What do you mean? How can that be? The Monado should cut through Mekkon with ease. What is that light? Other Mekkon don't have that. Could that light be why the Monado has no effect? Shoot! Right! Get down! Stay back! I'll take it from here! No! You can't take anymore! Everyone! Get away right now! Fiora! Just Fiora, get back! I won't let you hurt any more people. We will save Colony 9!
Fiora! Get out of here! Run! Das hat mich so geschockt, als ich zum ersten Mal dieses Spiel gespielt habe, weil ich sonst eigentlich so keine Spiele kannte, wo wirklich einfach mal so ein Hauptcharakter umgebracht wird. Ich meine, es ist relativ am Anfang, aber trotzdem, es ist echt... Joa, wo sie gerade angefangen hat, Ryan zu mögen. Oh, es ist echt bitter. Okay, Zeit für Rache. Zeit für Rache. Gesicht meckern umwerfen. Und alle Angriffe wirken nicht auf Meckern mit einem Gesicht. Das haben wir schon gemerkt. Versuche sie ins Schwanken zu bringen und dann umzuwerfen. Ja. Durch normale Angriffstechniken lassen sich große Gegner schwer ins Schwanken bringen. Verwende in einer Angriffskette Techniken. Genau. Ja, mit einer Angriffskette geht's also. Genau. Okay. Und wenn man das nicht hinkriegt, weil man irgendwie die Gruppenleiste nicht ordentlich voll bekommt, dann kann dieser Kampf ganz schön lange dauern. So. Chain Attack. Chain Attack. So, und jetzt müsste der Schwankungseffekt nämlich eigentlich gut funktionieren. Jawohl. So, Ryan, du wirfst ihn um. Perfekt. Dumbin, du machst krass Schaden. Dumbin ist cool. Dumbin kann alleine die Feinde zum Schwanken bringen und umwerfen. Das ist echt super. Erzeugblutung. Klingt gut. Timing is everything. Okay, zumindest haben wir ihn mal umgeworfen. Können ihm jetzt ordentlich Schaden machen. Schmetterschlag, Backslash, okay. Fiora.
Ah, the breeze feels so good. Yeah. I'd forgotten what it feels like. I never thought it could be so quiet here. You're spending too much time with Ryan. You're getting used to all the noise he makes. Yeah, maybe. It's so peaceful. You know, Shulk, I hope every day can be like this, always. Hey. Have you been to see Dunban? Yeah. I just can't do it. You got more guts than me. Not at all. It was him that consoled me. Oh. I guess that's the type of guy he is. Yeah. Even without the Monado, he's the strongest person I know. Shulk, how are you holding up? I'm fine, but you... I will shed no tears. Huh? A year ago, I felt the same sense of deep loss that I do now. The Battle of Sword Valley. After that battle, many of my friends did not make it home. While I was being brought here on that stretcher, they were all I thought about. But I decided I would not cry. Everyone who died in that war had something they wanted to protect. Family, friends, loved ones, their home. So they fought to protect them. And we won. No matter how painful, no matter how hard, it's nothing to be sad about. I decided that there and then. Dunban. Shulk. Fiora would tell you the same thing. She wanted to protect us. Or rather, she wanted to protect you. And you're alive now. So, I will not cry. Okay. Remember the gift of life that Fiora gave you, and treasure it. I can't say that I understand. But I hope to, someday. That is all I ask. Believe me, I'm always just trying to understand. Treasure the gift of life that Fiora gave you. He's one of a kind, that Dunban. I've made a decision. Huh? My purpose in life. I will pursue that faced Mekon. Shulk. They attacked our colony. Killed Fiora. I will find that Mekon. Find it and destroy it. Destroy them all. What are you laughing at? Sorry. It's just a bit weird. I never thought you'd be the one to say it. So you agree? Course, man. I'm just surprised you came out with it first. You thought I'd try and talk you out of it? That's not what Fiora would want. That sound right? Yeah. Something like that. I thought you'd give me a hard time. In my head, there are two versions of me. One of them is saying that. It's telling me, listen to what Dunban said. What about the other one? It keeps shouting, make them pay. Destroy every single one of them. And it won't stop getting louder. That doesn't sound like you. Sure, it ain't my voice in there. Might be. It's a bit of a loudmouth. There you go, then. So, when are we heading off? Right now. Perfect.
Right then. Yeah. Look after yourselves, boys. As soon as this heals, I'll be right behind you. And then we will seize our destiny. Together. No! It's all very well going after that metal-faced Mekon. But shouldn't we have some kind of plan? How about checking out Colony 6? Colony 6? The only other Homs colony left? Colony 6 is on the way to Sword Valley, where there's supposed to be a Mekon base. If that's where they came from, maybe the people in Colony 6 saw something. Good point. They might even know something about that metal-faced Mekon. So, we go past the Magmel ruins and up through Tephra Cave. Then we should arrive at the Bionis Knee. Yeah. And if we can get to the Knee, it ain't far to Colony 6, right? Sounds like a plan. Let's head to Colony 6. Diesen ganzen Szenen auf Fioras Tod muss mich echt immer zusammenreißen, dass ich anfange zu heulen. Und sie liegt mir nicht besonders am Herzen. Ich bin ganz ehrlich, Fiora gehört echt nicht zu meinen Lieblingscharakteren. Aber es ist so gut in Szene gesetzt und die Musik dazu, es ist echt übel. Okay, wir haben auch noch kurz gesehen, wie Dixon Schuld gefunden hat als Kind. Aber mehr haben wir auch nicht erfahren. Juwelen schmieden! Wir können Juwelen schmieden. Yay. Dann tun wir jetzt mal voll krass die Handlung zerstören, von wegen auf die große Reise, indem wir einfach in die Stadt zurückrennen und zum Juwelenonkel gehen. Yay! Der uns seinen neuen, krassen Ätherofen andrehen will. Irgendjemand hat geschrieben, dass er ist wie so ein Typ aus einer Dauerwerbesendung und dass es erschreckend war. Hey, neue Quest! Hey, Leopold! Geldnot bin ich ja gewohnt, aber so pleite war ich lange nicht mehr. Ich glaube nicht, dass ich das alles je zurückzahlen kann. Der Schuldenberg wird immer größer und größer.
Und das Schlimmste ist, dass sich meine Texte nicht mehr verkaufen. Ich habe kaum noch Einnahmen. Wo soll das nur hinführen? Ich habe eine Vision, wo das hinführen wird. Hey, Leopold, denk dran, du musst noch zahlen. 300.000 Gold bis übermorgen. Vergiss das nicht, hörst du? Was? Das schaffe ich nicht. Vor kurzem war doch noch von übernächster Woche die Rede. Tja, und dann ist eine Woche vergangen, Mann. Du bist so doof, oder was? Du weißt doch, wie es läuft. Du blechst. Wenn nicht, fände ich dein Hab und Gut. Ich schätze, mein Gläubiger wird bald Geld sehen wollen. Ich muss mich irgendwie aus der Klemme herauswinden. Irgendwie. Ein verarmter Kritiker. In der Version wird Leopold von Herr Presser wegen seiner Schulden rücksichtslos unter Druck gesetzt. Herr Presser setzt Leute unter Druck, drücken, pressen. Okay, Entschuldigung. Verändere diese düstere Zukunft. Stelle Herrn Presser wegen seiner schmutzigen Methoden zur Rede. Naja, der macht auch nur seinen Job, oder? Nun gut. Neue Quests. Es gibt neue Quests. Ja, immer so, quasi nach bestimmten Story-Elementen, sag ich mal, gibt in Städten auch wieder neue Quests. Ich weiß aber nicht, ob ich hier jetzt großartig rumrenne und neue Quests annehmen werde. Oder ob wir das später machen. Hey, Juwelenonkel! Wie läuft's mit den Etherjuwelen? Ihr seid ihrer großen Faszination hoffnungslos erlegen, stimmt's? Ich verstehe schon, ihr wollt sie mit eigenen Händen schmieden? Da habe ich eine Überraschung für euch, ihr kommt genau richtig. Ich habe den Ofen soeben wieder erfolgreich zum Laufen gebracht. Und ihr könnt ihn völlig kostenlos verwenden, ist das nicht was? Das ist voll krass, Mann. Okay, so, das sind diese ganzen... Ich krieg eine Erklärung. Okay, die Herstellung eines Juwels. Wähle die Ätherkristalle, die im Hochofen geschmolzen werden sollen. Es können nur Kristalle von gleichem Rang zusammen eingeschmolzen werden. Ein Juwel entsteht, sobald die Reinheit einer Substanz 100% überschreitet. Ist nicht so kompliziert, wie es klingt. Keine Sorge. Wirf mehrere Kristalle mit der gleichen Substanz in den Hochofen, um die Reinheit dieser Substanz zu steigern. Der Einwurf endet, sobald die Reinheit einer Substanz 100% übersteigt oder 8 Kristalle ausgewählt wurden. Wähle zum Schluss, bestätigen und drücke A. Nachdem du Kristalle gewählt hast, kannst du entscheiden, wer den Hochofen bedienen soll. Der Ofen muss von 2 Personen bedient werden. Dabei fungiert eine als Werfer und die andere als Techniker. Wechsel Charaktere, bla bla. Der Werfer feuert während des Schmelzvorgangs nach. Die Art der Flamme hängt von den Fertigkeiten des Technikers ab. Jeder Charakter verfügt als Werfer oder Techniker über besondere Fähigkeiten. So, Schurk als Werfer hat zum Beispiel eine erhöhte Chance auf Schmiedefieber. Ryan als Werfer, große Reinheitssprünge bei roter Flamme. So, rote Flamme, hoher Reinheitsanstieg einer Substanz. Blaue Flamme ist niedriger Reinheitsanstieg aller Substanzen. Und die grüne Flamme lässt Zylinderbalken ansteigen. Okay. Wenn die Reinheit einer Substanz 100% übersteigt, formt sich aus der Substanz ein Juwel. Restsubstanzen, deren Reinheit nicht über 100% hinauskommt, werden zu Zylindern, sofern der Zylinderbalken ausreicht. Gewonnene Zylinder können erneut wie Kristalle eingeschmolzen werden. Okay, wir kriegen von Feinden immer diese Kristallteilchen hier. So, jetzt sagen wir zum Beispiel, wir wollen... Wovon haben wir denn viel? Wir wollen einfach mal einen Agi-Kristall schmieden. Das heißt, wir nehmen jetzt zum Beispiel diesen Kristall hier, weil der hat schon mal 80% Agi. Und jetzt suchen wir uns noch einen anderen. Es läuft schon mal die uns das so helfen würden, dass wir noch mehr Agi kriegen. Am besten ist es, wenn wir irgendwas nehmen, sodass wenig anderes Zeug mit drin ist. Also, dass wir jetzt nicht zum Beispiel das reinwerfen, dann haben wir eben 4 verschiedene Sachen. Das gibt dann nur größtenteils Müll. Wir nehmen zum Beispiel den hier. So. Jetzt haben wir über 100% bei einem Teil, nämlich bei Agi. Deswegen können wir keine weiteren Kristalle reinschmeißen. So, bestätigen. Ich nehme einfach mal Schulk. Und dann nehmen wir Ryan dazu. Wir haben ja keine Wahl, wir haben ja eh nur die beiden gerade, okay. So. Jetzt schmieden die gleich ganz fröhlich vor sich hin und geben coole Geräusche von sich. Ja, so. Wie gesagt, die rote Flamme ist dafür da, dass die Reinheit von einem hochgeht. Die blaue Flamme, dass alle hochgehen. Und dieser grüne Balken ist immer dafür, dass Zylinder übrig sind. Wir hatten jetzt einen grünen Balken, deswegen können wir einen Zylinder machen. Das heißt, wir können jetzt nur ein Ding hier aus der Liste in Zylinder umwandeln. Wir haben jetzt auch nur einen, weil ich extra gucke, dass wir wenig verschiedene Sachen haben. Aber wenn wir zum Beispiel das andere Dings genommen hätten, wir hätten jetzt 4 Sachen hier in der Liste gehabt, können aber nur eins in den Zylinder umwandeln, hätten wir quasi die anderen verloren. Deswegen ist eigentlich immer... Also, ich habe nie viel grün gemacht oder so. Ich einfach geguckt, dass ich wenig Sachen drin habe, dann verliert man eigentlich auch nichts großartig. So, genau, jetzt haben wir das hier als Zylinder, das hier als Juwel, Schmieden fortsetzen, ja, setzen wir mal fort, um das jetzt nochmal zu zeigen.
Genau, jetzt haben wir das hier als Zylinder und das funktioniert aber genauso wie ein Kristall. Es hält halt nur ein hoher Reinheitsgrad. So, jetzt können wir mal irgendwas... wo haben wir denn noch gut? Hier haben wir 92% Abwehr schon. So, wo haben wir noch Abwehr? Hier, 130. Ich nehme jetzt mal das mit rein, einfach um zu zeigen, was passiert, wenn wir zu viel haben, quasi. So, diesmal spule ich jetzt aber komplett vor. Sonst dauert das nämlich ewig. Vorspulen. Okay. So, jetzt seht ihr, wir hatten wieder nur einen grünen Balken vor. Das heißt, wir können jetzt nur eins davon aufheben. Müssen uns eben aussuchen, ob wir jetzt den Ätherkristall behalten, also den Ätherangriff, was wir halten wollen. Wir nehmen jetzt einfach mal das und das andere verlieren wir jetzt einfach. Das ist weggefallen. Deswegen eben immer gucken, dass man quasi so schmilzt, dass man nur wenig Sachen drin hat, dann verliert man auch nichts. Wenn ich nur Lebewesen hinterlassen, Ätherkristalle, auch Bionis selbst. Ich rede natürlich von Ätheradern, haltet auf Reisen die Augen offen. In den Bionis-Kristallen stecken nämlich unglaubliche Kräfte. Was ist? Wie seid ihr gar nicht enthusiastisch? Doch, Mama, ich bin voll begeistert. Schmiedelehrling, Trophäe bekommen. Yay! So, okay. Dann würde ich sagen, das war's erstmal für diesen Part. Beim nächsten Mal werden wir vielleicht Herrn Presser aufsuchen. Ansonsten folgen wir mal der Story und machen uns auf den Weg zu Colony 6. Also dann. Ciao, ciao.